genau nicht. Meine Herren, Sie sind über Rot gefahren. Und angeschnitten sind Sie auch nicht. Wegen Modellieren. Fahrzeugkontrolle. Geh, könnten Sie dann den Reifendruck da auch gleich kontrollieren? Geh bitte. Steigen Sie lieber mal aus. Wir müssen überprüfen, ob Sie überhaupt fahrtüchtig sind. Das kann ich zumindest modellieren. Ja, super. Schreiten wir zur Alkoholkontrolle. Ja, na Moment einmal. Bitte. Was sind denn seine Optionen? Wie rennt das überhaupt ab? Er meint, wie sowas funktioniert. Er ist ein bisschen ein komplizierter Informatikprofessor. Ich verstehe. Das ist ganz einfach. Schauen Sie, das ist ein sogenanntes Vortestgerät. Damit messen wir den Atemalkoholgehalt. Theoretisch könnte ich den Test verweigern, ohne dass er Strafe kriegt. Das ist korrekt. Aber schauen Sie, wenn Sie den Vortest machen und der ist unter 0,5 Promille, dann ist die Sache erledigt. Oder wir fahren alle gemeinsam auf meine Dienststelle in der Taubstummengasse und Sie machen dort einen Test beim Alkomat. Vortestverweigerung ist gleich Dienststelle. Außer der Fahrer möchte auch den Alkomat-Test nicht machen. Wenn es dafür gesundheitliche Gründe gibt, dann machen wir einen Bluttest. Ja, sonst müssen wir vom höchstmöglichen Promillewert ausgehen und dann wird auch das höchstmögliche Strafmaß veranlasst. Na, das ist ja ganz schön komplex. Wie gesagt, ein komplizierter. Was sind denn das jetzt für Kasteln? Na, genau das, was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, als erstes schlage ich ihm einen Vortest vor. Den kann er annehmen, na, da geht's da weiter. Den muss er aber nicht annehmen, geht's auf die andere Seite. Na dann schlagen Sie ihm einen Alkomat-Test vor. Ja, und so geht's mit den verschiedenen Optionen nach unten weiter. Das Problem haben wir, wenn er positiv ist. Mach einen Vortest. Bitte. Danke. Bitte. Das passt. Bitte. Nur, das mit dem Rot über die Ampel fahren und das mit dem Gurt, das kostet ordentlich. Ja. Na, servus. Danke. Gerne. Wiederschauen. Jetzt hat die Polizistin den Manfred zu einem Alkoholtest aufgefordert. Um wie so ein Alkoholtest funktioniert, habe ich natürlich in einem Aktivitätsdiagramm modelliert. Dieses Aktivitätsdiagramm wollen wir uns zusammen nun genauer ansehen. Der Ablauf beim Alkoholtest beginnt damit, dass die Polizistin dem Taxler einen Vortest vorschlägt. Das heißt, es geht vom Startknoten in die erste Aktivität Vortest vorschlagen. Von dort geht es in einen Entscheidungsknoten, weil ja der Taxler den Vortest annehmen könnte oder ablehnen könnte. Sehen wir uns zuerst an, dass er diesen annimmt. Das heißt, hier geht es weiter unter der Bedingung, dass der Vortest für den Taxler okay ist. Dann wird er eben den Vortest machen. Das führt zu einer weiteren Entscheidung. Es könnte beim Vortest nämlich die Promillegrenze unterschritten worden sein oder genau erreicht worden sein, oder sie könnte auch überschritten worden sein. Unter der Bedingung, dass der Vortest zeigt, dass die Promillegrenze unterschritten wurde oder genau erreicht wurde, die ist einfach halber nur mit unter, wird die Polizistin dem Taxler die Papiere zurückgeben und danach ist alles beendet. Es könnte aber auch der Fall eintreten, dass die Promillegrenze überschritten wurde. Dann geht es von diesem Entscheidungsknoten in einen anderen Zweig. Hier für diesen Fall, wenn es überschritten wurde, so wird man zur Dienststelle fahren und dort wird man den Alkomat-Test machen. Da steht wieder eine Entscheidung an. Nämlich, es gilt wieder, dass der Alkomat-Test zeigen könnte, dass die Promillegrenze unterschritten wurde bzw. erreicht wurde oder überschritten wurde. Für den Fall, dass sie unterschritten wurde oder genau erreicht wurde, nimmt man an, dass die Papiere zurückgegeben werden. Das heißt, unter der Bedingung, dass sie hier unterschritten wurde oder genau erreicht wurde,
geht es mit Papiere zurückgeben weiter. Hier haben wir jedoch einen Fehler gemacht. Denn bei Papiere zurückgeben gibt es jetzt zwei eingehende Kanten. Das bedeutet, Papiere zurückgeben könnte erst starten, wenn ein Token an beiden Kanten anliegt. Das wird nie der Fall sein, weil das sind zwei alternative Pfade aufgrund dieses Entscheidungsknotens hier. Dementsprechend können wir mit den Kanten nicht direkt in Papiere zurückgeben gehen. Anstelle statt benötigen wir einen sogenannten Vereinigungsknoten. Das heißt, wir gehen dann nicht direkt in die Aktivität, sondern mit den alternativen Abläufen in den Vereinigungsknoten. Und wenn einer der beiden Kanten einen Token trägt, so wird dieser zum Start von Papiere zurückgeben weitergegeben. Und danach ist die Aktivität beendet. Natürlich könnte der Alkomat-Test ebenfalls ergeben, dass die Promillegrenze überschritten wurde. Das heißt, von diesem Entscheidungsknoten gibt es einen zweiten Fall, nämlich für den Fall, dass hier die Grenze überschritten wurde. Dann geht es weiter mit dem Veranlassen von Strafmaßnahmen. Selbst ein komplexer Prozess, den wollen wir uns nicht näher ansehen, aber mit diesem Rechensymbol rechts unten bei der Aktivität wird ausgedrückt, dass ein komplexerer Subprozess aufgerufen wird. Und wenn dieser komplexere Subprozess abgearbeitet ist, wird auch diese Aktivität hier beendet. Damit haben wir alles modelliert für den Fall, dass der Taxler den Vortest annimmt. Der Taxler könnte aber sagen, der Vortest ist für mich nicht okay. Das heißt, wir haben hier einen weiteren Pfad für den Fall, dass der Vortest nicht okay ist. In diesem Fall wird die Polizistin gleich den Alkomat-Test dem Taxler vorschlagen. Hier kann er sich wieder entscheiden, ob er diesen Alkomat-Test annimmt oder nicht. Das heißt, für den Fall, dass der Alkomat-Test für den Taxler okay ist, könnten wir annehmen, dass es auf diesem Wege hier weitergeht. Den Fehler, den wir jetzt gemacht haben, kennen wir schon. Hier gibt es eine Aktivität mit zwei eingehenden Kanten aus alternativen Abläufen. Wir können diese beiden Kanten hier nicht nutzen, sondern müssen anstelle statt einen sogenannten Vereinigungsknoten einführen. Wir gehen von diesen beiden Pfaden nicht direkt in die Aktivität, sondern gehen hier in den Vereinigungsknoten, von dem aus wir in die Aktivität zur Dienststelle fahren gehen. Der weitere Ablauf, wenn der Taxler hier den Alkomat-Test annimmt, ist genau dasselbe für den Alkomat-Test, wie wir ihn vorher schon kennengelernt haben. Dementsprechend sind wir nun auch mit dem Szenario fertig, dass der Taxler den Alkomat-Test annimmt. Aber der Alkomat-Test könnte auch für den Taxler wiederum nicht okay sein. Das heißt, es gibt hier einen weiteren Pfad, nämlich den Pfad, dass der Alkomat-Test nicht okay ist für den Taxler. Dann muss der Grund geprüft werden, warum der nicht okay ist. Nämlich aufgrund von gesundheitlichen Gründen könnte man den verweigern. Aber wenn solche gesundheitlichen Gründe nicht vorliegen, das heißt, der Entscheidung, es liegen keine gesundheitlichen Gründe vor, das heißt, nicht gesundheitlich gerechtfertigt, NGG, geht es hier weiter, indem die Polizistin den höchsten Promillewert annehmen muss. Wenn die Polizistin den höchsten Promillewert annehmen muss, so könnte man annehmen, ist die Folge, dass Strafmaßnahmen veranlasst werden. Ja, das Problem kennen wir schon. Zwei eingehende Kanten aus alternativen Pfaden. Das heißt, wir können diese beiden Kanten hier nicht nutzen und müssen anstelle statt hier einen Vereinigungsknoten einführen. Das heißt, wir gehen hier in den Vereinigungsknoten und gehen hier in den Vereinigungsknoten und von dem gehen wir in Strafmaßnahmen veranlassen.
Die Überprüfung des Grundes, warum der Alkomat-Test abgelehnt wurde, könnte jedoch auch ergeben, dass das Ganze gesundheitlich gerechtfertigt ist. Das heißt, unter der Bedingung, dass hier es gesundheitlich gerechtfertigt ist, GG, wird eine Blutabnahme veranlasst. Selbst ein komplexer Prozess, den wir uns nicht näher ansehen, wir verweisen mit dem Rechensymbol auf einen komplexeren Subprozess. Jedoch, wenn dann die Blutabnahme durchgeführt wurde, steht wieder eine Entscheidung an, nämlich ob die Promillegrenze unterschritten wurde oder erreicht wurde, beziehungsweise sogar überschritten wurde. Wenn die Promillegrenze unterschritten wurde oder genau erreicht wurde, geht man in diesen Vereinigungsknoten und dann werden die Papiere zurückgegeben. Das heißt, unter der Voraussetzung, dass hier das Ganze unterschritten wurde. Jedoch, wenn die Promillegrenze überschritten wurde, so geht man in diesen Vereinigungsknoten. Das heißt, für den Fall über geht man in diesen Vereinigungsknoten und dann werden die Strafmaßnahmen veranlasst. Somit haben wir das komplette Aktivitätsdiagramm für den Alkotest im Taxlerfall beschrieben. Somit ist nicht nur der Polizistin, sondern auch dem Manfred und mir klar, wie denn so ein Alkoholtest abläuft.